Wenn der Glanz und der Glamour beim Hahnenkammwochenende in Kitzbühel die Stadt bestimmen, dann darf eines nicht fehlen: das legendäre Schnitzelessen bei der Rosi. Alle Jahre wieder ist die Sonnenbergstuben bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Party ist ein fixer Highlight beim Hahnenkammrennen. Trachtig geht es zu in der Sonnenbergstuben und die Gäste genießen die ausgelassene Stimmung. Fragen wir doch zuerst einmal Rosi selber, warum ihre Schnitzelparty so gut ankommt. Ja, es ist jetzt so, es ist jetzt das 14. Schnitzelessen und mein Sohn hat das eigentlich in die Welt gerufen, weil ja beim Hahnenkammwochenende ist ja sehr viel Partys, aber geschlossene Gesellschaften überall und die Leute können halt, wo sollen die Leute dann recht hingehen? Da haben wir gesagt, dann machen wir die Schnitzelparty und da kann dann jeder kommen. Von der Prominenz bis zum Nachbarbauern ist jeder herzlich willkommen. Und ich muss sagen, das hat so eingeschlagen, dass wir sehr, sehr viele Leute heuer leider absagen haben müssen. Anstelle von Kaviar gibt es traditionelle Wiener Schnitzel. Einfachheit ist Trumpf und die Gäste haben ihre Freude. Bei rund 500 Gästen gibt es auch in der Küche einiges zu tun. Nicht die Friteuse ist der Star des Abends, sondern die Pfanne. Und diese wird von Friedel Schipflinger geschwungen. Er zaubert mit seinem Team die kulinarischen Köstlichkeiten des Abends. Ja, für uns ist das eigentlich untertags relativ relaxed, weil wir machen die Schnitzel alle frisch, da haben wir Zeit. Da schneiden wir es frisch ab, panieren wir es frisch, machen wir es frisch. Heute haben wir gemacht um die 550 Schnitzeln. Der Friedel ist nicht nur Herr in der Küche, er ist auch der geistige Vater der Schnitzelparty in der Sonnenbergstuben. Man hat so ab und zu deppert die Ideen, in der Nacht wird man munter und dann fällt einem irgendwas ein und das war halt unter anderem Schnitzelessen. Nach dem Essen dann der erste musikalische Verdauungsakt. Die Band Balthasar heizt dem begeisterten Publikum richtig ein. Da wurde gelacht, geschunkelt und mitgesungen. Auch die Prominenz besucht an diesem Abend die Sonnenbergstuben. So ließe sich ein Herr Gabalier oder ein Herr Ottke nicht nehmen, die hammerguten Schnitzel der Rosi zu genießen. Weil es erstmal hammergut schmeckt, die Atmosphäre einzigartig ist, man sich pudelwohl fühlt, wunderbare Menschen kennenlernt und auch wieder trifft vor allen Dingen, was für mich wichtiger ist, Menschen zu treffen, die man schon mal gesehen hat, wieder treffen, Spaß haben, sich einfach wohlfühlen. Hier kann man sich echt wohlfühlen und das Schnitzel ist der Hammer. Fragen wir doch mal die Gäste, warum man diesen Party-Highlight auf keinen Fall verpassen darf. Ja, Rosi ist Gold. Es ist einfach ein riesiges Rennwochenende. Und hier oben auf dem Berg trifft man so viele Freunde, die man teilweise das ganze Jahr auch wieder unten im Tal hat. Und es ist einfach ein riesiger Event. Also selbst für mich, ich bin jetzt das erste Mal da, das darf man glaube ich gar nicht laut sagen, weil ich eigentlich aus der Nähe bin. Aber du hörst und siehst halt nichts anderes. Die Rosi ist halt im Gespräch. Man spricht für sowas. Das ist ein Erlebnis. Man muss das einmal mitgemacht haben. Es ist sensationell. Also ich kann ja jedem sagen, der was noch nicht da gewesen ist, er soll raufkommen. Das sind einfach Eindrücke, die muss man erlebt haben. Es ist ein wunderschöner Abend. Also man kann sich sowas nur mehr wünschen. Weil die Rosi genauso zu Kitzbühel gehört wie das Hahnenkammrennen und ein fixer Bestandteil von Kitzbühel ist. Und das beste Schnitzel gibt's bei der Rosi. Was wäre eine Party in der Sonnenbergstuben ohne eine musikalische Gesangseinlage der Gastgeberin? In etwa so wie die Streif ohne ihre Athleten. Darum schnappte sich Rosi die Gitarre und sang für ihre Gäste. Wie alle Jahre war es auch dieses Jahr wieder ein legendärer Abend. Wenn euch das jetzt gefallen hat, dann solltet ihr es unbedingt nächstes Jahr live erleben. Wir sehen uns dann 2018 in der Sonnenbergstuben, wenn die Rosi wieder zu ihren Schnitzeln lädt.
Thank you.